Ich kann dir aus dem Libanon eine Geschichte berichten, einen Bruder, der nicht nur in der Moschee gebetet hat, er hat den Teppich jede Woche Freitag vor Freitagsgebet gewischt. Ich habe ihn mit meiner, ich war klein, jung, ich habe ihn gesehen. Immer wenn ich zur Moschee gekommen bin, ich habe ihn gesehen, wallahi, strahlend. Weiße Abaya, Gesicht strahlend, die 5 Gebete in der Moschee mit Siwak. Und jede Woche Freitag, bevor jemand gekommen ist, hat er die komplette Moschee sauber gemacht. Ein Jahr, 2, 3 Jahre, und so sind wir Menschen, hatte er, ich will sagen, keine Lust mehr, aber er will auch sein Leben mal genießen. Wallahi, ya ikhwani, thumma wallahi, thumma wallahi. Wir haben seine Bilder gesehen, auf einem Strand, neben ihm sind 2 nackte Frauen und eine Flasche Bier in der Hand. Dieser Wandel, damals zu diesem Zeitpunkt, er hatte damit gar nicht gerechnet. Und wenn er vielleicht Geschichten darüber gehört hat, hat er gesagt, mich wird es niemals treffen. Stimmt oder stimmt nicht? Wer von euch denkt, dass ihm vielleicht so eine Prüfung treffen wird? Ich gerade, der Redner, sag nein, inshallah nicht, alhamdulillah und so weiter. Aber wenn die Prüfung einen trifft, dann ist es richtig hart. Weil dieser Wandel von einer, der die Moschee jede Woche sauber macht und einer, der mit Sunna Kleidung und Ausstrahlung unterwegs ist, hat so einen Wandel. Wie kann es überhaupt sein? Wallahi, wunder dich nicht mehr. Wunder dich nicht, weil das ist seine Prüfung, die er von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat. Deswegen sage ich immer wieder, einer der wichtigsten Gründe, dass man weitgehend versucht, den Verbat zu bekommen, die Nasiha des Propheten alayhi salatu wassalam. Wie heißt die Nasiha des Propheten alayhi salatu wassalam? Alaykum bil jama'a. Alaykum bil jama'a, fa innama ya'kulu dhi'bu min al-ghanamati al-qasi. Was bedeutet alaykum bil jama'a? Haltet euch an der Jama'a fest, an der Gemeinschaft fest. Ich habe eine Frage. Die Gemeinschaft, die XY heißt, weil unter Gemeinschaft müssen wir verstehen, es soll keine politische Gemeinschaft sein. Wadih? Es soll keine Sektengemeinschaft sein. Nicht, dass jeder sagt, okay, weißt du was? Er macht eine Gemeinschaft bei sich auf und er macht auch eine Gemeinschaft und er macht auch eine Gemeinschaft. Kommt, der Prophet sagt, alaykum bil jama'a, kommt zu mir. Das ist, verzeiht mir, aber Irrsinn, yani, das stimmt nicht. Mit Jama'a ist die Jama'a der Muslimin ist damit gemeint. Dass die Gemeinschaft sich an der Religion Allah subhanahu wa ta'ala hält. Und diese Gemeinschaft, für Leute, die jetzt gerade hier in Europa sind, diese Gemeinschaften etablieren sich durch vielleicht Moscheen oder islamische Verbände oder Schulen oder wie auch immer. Taib, gibt es eine Gemeinschaft, die fehlerfrei ist? Wir müssen solche Fragen erstmal durchgehen. Es gibt keine Gemeinschaft, die fehlerfrei ist. Gibt es eine Gemeinschaft, die einfach das verstanden hat, was 100% das Richtige ist? Nein. Gibt es eine Gemeinschaft, die 100% auf der Wahrheit ist? Auch nein. Letztendlich sind wir alle, versuchen alle, nahezu der Wahrheit nahe zu kommen. Versuchen alle, so wenig wie möglich Fehler zu machen. Versuchen alle, uns irgendwo an der Religion Allah subhanahu wa ta'ala zu halten. Aber wenn du mit einem Auge reinkommst, wo du nur nach Fehler gucken möchtest, um für dich selber eine Entschuldigung zu finden und dann einfach direkt abzuhauen, ja, dann wird dich schon der erste Bruder vor der Tür schon stören. Deswegen gibt es einen Spruch auf Arabisch, einer, der deine Nähe sucht, er würde dir alle Türen aufmachen, um dich zu akzeptieren. Und einer, der deine Trennung sucht, er wird schon aus dem Spion gucken, wie er dich kritisiert. Verstanden oder nicht verstanden? Einer, der deine Nähe sucht, er wird alle Türen aufmachen, um überhaupt diese Nähe und um einfach, dass diese Freundschaft, Beziehung klappt. Und einer, der gerade sucht, wie er dich von dir fern entfernt, was wird er schauen? Er wird einfach durch den Spion nur einfach schauen. Und was hat Ali für Fehler? Ja, es passt mir nicht, das gefällt mir nicht. Taib, Ali gefällt dir nicht. Und Sami gefällt dir auch nicht. Und Hassan gefällt dir auch nicht. Taib, wer gefällt dir?
Achi, du hast Kibir. Achi, du bist krank. Achi, du bist krank. Du brauchst unbedingt schnellstmöglich eine Lösung. Weil es kann nicht sein, dass die komplette Welt krank ist und du bist gerade der, die Offenbarung bekommen hat, einfach eine Erleuchtung, dass du es verstanden hast. Letztendlich ist es so, wenn man mit Menschen unterwegs ist, dass es Differenzen gibt. Aber haltet euch an der Jama'a, sagt der Prophet, a.s.